Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video hier auf der neuen Strecke, dem Southeastern High Speed. Und ich befinde mich hier wieder bei den Szenarien und heute übernehme ich die Steuerung einer Class 375 Electrostar mit Fahrwischem in dem Szenario einfädeln. Das Ganze soll 35 Minuten dauern. 1 von 5 Schwierigkeit, 6950 Punkte für die Goldmedaille und klar, dementsprechend mit einer Class 375. Okay, wir starten in Fahrwischem und wir sollen bis Fahrwischem fahren. Fahren wir jetzt hin und zurück? Eventuell, wir werden sehen. Aber ich meine, dass das immer der Startort war. Zumindest war es hier der Startort. Deswegen gehe ich mal davon aus, wir fahren einmal hin und einmal zurück. Willkommen in Fahrwischem. Heute fahren Sie eine Doppeltraktion der Class 375 Electrostar nach Rochester. Ihr Zug wird auf Gleis 2 einfahren und erst an einen zweiten Zug ankoppeln, bevor er Ihnen übergeben wird. Okay. Alles klar. Achso, begeben Sie sich in die Mitte des Bahnsteigs und beobachten Sie den Kupplungsvorgang. Gott, oh Gott. Dann gehen wir mal hier in die Mitte. Und schauen uns das Ganze hier auch echt sehr schön. Oh Gott, dieses Umdrehen hier gerade wieder. Ein sehr schöner Bahnhof, finde ich. Also. Ja, ja. Also es hat halt so eine Mischung, finde ich, aus alt, was jetzt den Backsteinbau betrifft, und so ein halbes modernes Ding, was das Vordach betrifft. Natürlich werde ich wieder weggeschoben. Wenn die Leute aussteigen müssen, bevor er dann zusammenkuppelt, genau, bevor er dann sich an den vorderen Teil koppelt. Oder ist es der hintere Teil? Ich weiß es nicht. Okay. Oh. Das ist aber schön. Nun, da der vordere Zug angekoppelt ist, gehen Sie zum vorderen Teil des Zuges und steigen Sie ein. Auch schön, wie einfach hier dann auch die Animation und Bewegung war, auch wenn die KI da zwar mehr oder weniger hingeploppt ist, aber das kann man ja schon von den Momenten, wo man einmal aufsteht und dann plötzlich jemand anderes neben einem sitzt, der ganz anders aussieht. Und nochmal hier einfach alle Sachen mit, wo ich einfach nochmal alle Sachen mit, die mit auf dem Weg sind, dann steige ich ein, Türe schließen, ach ja, das wäre, glaube ich, das hier, ich weiß schon gar nicht mehr, erstmal hier drüben, ne? Schlüssel auf ein, Richtungswende auf neutral. Jetzt hocken wir mal ein bisschen lauter für mich machen. Jetzt kann ich die Türen verriegeln. Dann das Ganze auf Ups, auf Vorwärts. Die DRA deaktivieren. Sobald die Roche da erreicht haben, übergeben Sie diesen Zug einem anderen Fahrer, der die Fahrt fortführen wird. Okay. Heißt, wir würden wahrscheinlich den Zug wechseln. Schließlich sollen wir ja bis nach Rochester fahren. Bis nach. Bis nach. Bis wieder zurück nach Faversham. So, nächster Halt. Das ist aber auch ein schöner. Echt schön, finde ich hier.
Das sieht schon nice aus. So, dann beschleunigt mal ein bisschen mehr. Nächster Halt Sittingbourne. In 7 Meilen sollen wir dort sein, oder sind wir dort, und wir haben noch ungefähr 4,5 Minuten. Kommt was hin? Ich glaube schon. Immer so was im Dreh. Aber sollte ich definitiv easy hinbekommen. Ach ja, ich mache die Class 375. Wobei, war es bei den anderen dann doch die Class 377? Nee, Class 375 irgendwie doch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie kam mir jetzt gerade die Class 377 in den Kopf. Aber ich glaube, es war die Class 375. Auf dem East Coast Way. Ich war schon lange nicht mehr im East Coast Way gefahren. Oh. Dann nehmen wir mal die Leistung aus dem Kombihebel raus, beziehungsweise ich gehe mal einfach wieder auf P1, damit ich ungefähr die Geschwindigkeit halte. Vielleicht brauche ich doch eher P2. Ich merke schon, ich bin relativ gut unterwegs, was die Geschwindigkeit betrifft. Etwas zu schnell jetzt mittlerweile wieder. Wieder zu schnell. Aber jetzt geht es auch wieder flotter voran. Ich gehe mal davon aus, dass... So ein Screenshot bei der Fahrt zu machen, ist ja immer wieder dämlich, weil es dann wieder so ein Potenzial fürs Rumgedings da, fürs dass es halt ein bisschen verbuggt ist. Ruhe ich dann gleich mal bei Steam selbst mal kurz fix nach. Wenn ich dann in Sittingbourne stehe. Es geht immer noch weiterhin bergab, deswegen gebe ich mal einfach nur auf. Mir einfach nur komplett die Leistung raus. Solange es halt noch weiter bergab geht. Es war nicht wirklich stark bergab, aber es ist halt trotzdem bergab. Jetzt darf ich auch ein bisschen schneller fahren. Schleudigen auf 90 Miles per Hour. 3,5 Meilen noch. Und 1,8 Meilen geht es dann nur runter wieder. Mit der Geschwindigkeit. Schnell, hoppala. Aber ich bin jetzt sogar auf den Bahnsteig selbst konzentriert, an dem Vorbeirauschen. Wenn ich weiterhin so viel über der Geschwindigkeitsbegrenzung fahre, dann wird das sehr schwierig mit 6950 Punkten und dementsprechend der Goldmedaille. Dann muss ich mich jetzt mal ein bisschen langsam ranhalten hier, dass ich auch ein bisschen besser fahre. Nicht minimal zu schnell, eher lieber minimal zu langsam als zu schnell. Passt ja zeitlich trotzdem noch. Gleich bergauf geht, nehme ich nochmal ein bisschen Leistung raus. Ich glaube, aktuell mit der Geschwindigkeit, die, beziehungsweise mit der Steigung, die wir gerade haben, geht es, glaube ich, mit P2 sogar noch ganz gut. Oder? Na gut, geht der jetzt sowieso gleich wieder schneller voran. War ja nur kurz der Abschnitt mit 85 Miles per Hour. Höchstgeschwindigkeit. Kommt eine Class 395 entgegen.
Jetzt weiß ich halt nicht mehr ganz genau, wie gut die Bremsen hier waren. Ich meine, die waren gut. Ich gehe jetzt einfach mal schon mal in den Bremsvorgang, eine Minute bevor ich dort bin. Mach mal ein bisschen stärker rein. Es wird scheinbar zumindest eine zeitliche Punktlandung. Und auch was die Entfernung beim Bahnsteig betrifft. Dann nehmen wir nochmal hier die Streckenkarte mit. Ansonsten weiß ich, glaube ich, jetzt weniger was. Ich habe zwar nächstes Mal vorbeifahrenden See gesehen, aber hier nochmal die Sicherheitssignal hinzugefügt. Dann nochmal hier den Zeitungen. Und ansonsten sehe ich jetzt zumindest spontan hier nichts. Dann setze ich mich mal wieder vorne rein. So, Türen verriegeln. Ah, stimmt. Ich habe hier... Okay, ich habe hier doch nicht. Ich dachte, ich hätte... Wir hatten hier zumindest Daumen, dann bei Dings konnten wir die Geschwindigkeit halten hier, aber vielleicht war es dann doch die Class 377. Auf dem East Coast Way. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken hier, Mensch. Bevor ich hier das weiter immer denke. Dass wir den East Coast bei hier wieder finden. Okay, gleich nur noch runter auf 70. Relativ bald sogar. Okay, ich sollte erst mal kurz hier drin bleiben. Für 2 könnte das reichen, dass ich dann auch weiter entschleunigt werde. Kurz auf Nummer sicher gehen und zumindest für die Kurve das Ganze so zu machen. Nächster Halt ist Rainham. Wir sind auch gleich da. Waren wir sie? Da haben wir den East Coast Way. Will das nochmal? Okay, es war doch die Klasse. Tatsächlich, es war die Class 377. Auf dem East Coast Way. Gut, dann dann weiß ich zumindest schon mal den Unterschied von den Modellen. Bei der Class 375 hat man nicht die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu halten. Oder ich hab's einfach noch nicht gefunden. Zumindest kann man sie nicht da die Geschwindigkeit einstellen, wo man es bei der Class 377 machen kann. Ich bin viel zu schnell. Mit der Goldmedaille wird, glaube ich, nichts.
Jetzt habe ich mir jetzt verbockt. Das habe ich mir jetzt mittlerweile echt verbockt. Dann muss ich das irgendwann nochmal machen, in einem Stream oder so. Es sei denn, dir passiert noch Wunder, dann vielleicht schon, aber. Ja gut, wenn das Ganze müsste ja prinzipiell noch wieder zurückgehen, weil wir ja nach Favischem fahren, aber. Gut, dann ist halt die Frage, wie viele Punkte ich dann jetzt mit dieser etwas ungünstigen Fahrt Richtung Rochester fahre. Wie viele Punkte ich mit da zusammen fahre. Kann man das ja ungefähr einschätzen, wie gut ich in der Zeit bin. Beziehungsweise wie gut das mit den Punkten klappen könnte. Kurz vor Rainham geht es dann auch wieder weiter mit 90 Miles per Hour, aber wir halten ja erstmal hier. Geht schon ganz ordentlich bergauf, oder ging kurz ordentlich bergauf. Aber das mit der Bremsen, mit der Class 375 ist auch nice. Die bremst echt gut. Aber es war ja auch schon mit der Variante, mit der Nahverkehrszug-Variante auf der Great Western Express Route auch so und auch auf dem East Coast Way. Die sind schon ganz gut im Bremsen. Zeitlich gesehen auch wieder gut dabei. Auch wieder ganz guter Spot beim Halten. Dann drehe ich hier die Türen. Und dann kann die Fahrt weitergehen nach Gillingham. 3600 Punkte. Okay, Goldmedaille sollte machbar sein, wenn wir wirklich wieder zurückfahren. Ansonsten kommt es halt darauf an. Okay, wir fahren scheinbar doch nicht zurück. Dann fahren wir doch nur nach Rochester. Dann könnte es doch noch sehr, sehr eng werden. Aber erstmal kann ich ja durchbeschleunigen. Wir dürfen ja jetzt schließlich aktuell 90 Miles per Hour fahren. Zumindest für einen kurzen Abschnitt, dann geht es ja gleich ordentlich runter auf 60 Miles per Hour. Ein bisschen komisch ist gerade, dass es so plötzlich so ultra ruhig geworden ist, aber okay. I'll take it. Scheinbar ist es doch normal, dass es dass die Stromschiene etwas entfernter ist von dem Empfänger am Zug selbst. Also muss ich nochmal reinbremsen. Auch die Bremse Stufe 1 gereicht, denke ich mal. In Gillingham in einer Minute, sage ich schon, in
Eine Meile sind wir dort und wir sollen. Ich habe noch eine Minute Zeit. Sollte passen. Ich würde schon fast behaupten, wir sind schon fast da in Rochester. Was jetzt sehr belastend wäre. Denn es sind ja knapp 3000 Punkte, die noch fehlen. Ich kann es schwer einschätzen, um nur nachzugucken, ob ich es noch hinbekommen würde, aber. Es könnte sehr spannend sein. Und sehr eng werden. Zeitlich gesehen bin ich zumindest gut dabei, was schon mal eine gute Sache ist. Da gibt es dahingehend zumindest schon mal eine gute Punktzahl von den Passagieren. Ja, der Halt, der belastend. Ja, bremst doch nochmal, Mensch. Ich will hier noch zum Stehen zu kommen. 479 Punkte. So, dann haben wir hier nochmal Zeitungen, 525. Und nochmal hier eine Streckenkarte. Und bevor ich jetzt wieder, bevor ich nicht rechtzeitig wieder im Zug bin, sprinte ich mal wieder zurück. So, die Tür dann wieder verriegeln. Nächster Halt ist Chatham. In 1,4 Meilen. Jetzt wird gleich nochmal ordentlich runter auf 60 Meilen Power. Beziehungsweise sogar 50, aber ich glaube, es kommt ja auch. Liegt ja auch am Grund aufgrund der Tunnel. Aber ich glaube, da war noch eine scharfe Kurve, oder? Ich meine schon. 30 nur. Ich roll mal ins schwarze Nichts. Ich werde in die Dunkelheit, beziehungsweise eigentlich ja eher ins kommende Licht am Ende des Tunnels. 0,9 Meilen noch bis Chatham und 1,5 Minuten, bis ich dort sein soll. Passt zeitlich eigentlich auch wieder gut. Es geht bergab. Ich muss darauf achten. Bergab und dann geht es gleich nochmal, was die Geschwindigkeit betrifft, nochmal um 20 Miles Power runter. Da muss ich nochmal nachbremsen wahrscheinlich. Das wird so erstmal nicht reichen. Das passt schon wieder ein bisschen besser hier. Ich denke, ich sollte auch ein bisschen noch auf der Bremse stehen, da es, glaube ich, weiterhin noch stark bergab geht. Oh, zumindest sollte ich ein bisschen mit der Bremse spielen. Da kommt schon wieder ein. Nee, doch nicht. Das ist doch jetzt meine Class 375. Das sah kurzzeitig aus wie noch eine weitere Class 395. Aber Chatham auch wieder. Pünktlich wie eh und je. Wieder etwas zu spät gebremst. Also es fing gut an, aber es hört jetzt wieder schlecht auf. 494 Punkte. Haben wir hier noch ein paar Zeitungen. Und wieder platzieren können, reinlegen können. Hier noch eine Sicherheitssignaltafel.
Und hier eine Streckenkarte. Nach Rochester, 10:28 on time, okay. Sehr nice, wie das auch mit den Signaltafeln, genau. Mit den Anzeigetafeln ist. Und nächster Halt ist jetzt Rochester. Das könnte sogar noch klappen. Es ist eng, aber es klappt. Ich bekomme nochmal ungefähr 1000 Punkte fürs Halten und nochmal, glaube ich, 500 Punkte fürs Abschließen der ganzen Fahrt. Von daher. Sollte die Goldmedaille drin sein. Okay, Rochester, 0,7 Meilen und ja gut, Zeit soll man dort sein, sollten wir auch mit 30 Miles per Hour hier noch schaffen. Eine sehr, sehr. Ach ja, genau, hier war es ja, wo es hier noch irgendwie einen stillgelegten Bahnsteig oder so gibt. Zumindest halten wir hier wieder nicht. Und ich sehe hier auch keinerlei Möglichkeiten, hier raufzukommen. Oder sah das nur sogar kurz so aus? Aber ich sehe keine Möglichkeit, dass da irgendwie. Also ich sehe keine Anzeige, was für ein Bahnhof was ist. Keine Tafel. Dann fahren wir jetzt hier wieder schön in Rochester rein. So, jetzt noch mal kurz reingehen, sicher, sicher. So schön wie Vorbeifahren sind, aber. Vor allem beim letzten Bahnsteig muss ich dann noch ein bisschen genauer hinschauen. Oh, wieder grandios verbremst. Und zu weit gerollt. Dann warten wir nochmal die 6 Sekunden. Ist gar kein Problem. Jetzt, wo sie Rochester erreicht haben, schalten sie den Führerstand ab. Aus, Generalschlüssel raus und dann verlasse ich den Zug. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt hier rauskomme, aber so. Gute Arbeit, das waren erstmal die Aufgaben für Sie. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Komme ich noch hin zu dem Zeitung oder werde ich direkt dann in die Ausbildung reingeworfen? Oh, really? So knapp. Achievement unlocked. Teamwork. Das war jetzt gemein. Das war jetzt echt gemein. Direkt davor. Ja, gucken wir mal, was die perfekt beste Haltegenauigkeit war. War sogar Sitting Born mit einer Haltegenauigkeit von 1,05 Yards. Jetzt bin ich mittlerweile Level 43. Level 6 auf dem Southeastern High Speed und in der Class 375 auf Level 4. 32 Minuten habe ich dafür benötigt, sogar weniger als gedacht, also 3 Minuten weniger als angesetzt sind, so gesehen. 18,55 Meilen habe ich zurückgelegt und 7182 Aktionspunkte bekommen und dementsprechend eine Goldmedaille. Und dann schauen wir uns mal kurz an, was uns szenariomäßig morgen erwartet. Die Einkaufsfahrt. Auch wenn irgendwie nicht viel angezeigt wird, außer hier St. Pancras. Steuern Sie eine Class 395 während eines geschäftigen Feiertags, genau. Feiertagswochenendes. Ja. So wie es hier aussieht, steuern wir sie. Ich möchte rauszoomen. Hallo, dankeschön. Steuern wir sie eigentlich
gar nicht, aber okay. 7000 Punkte. Für die Goldmedaille. Und das Ganze, wie gesagt, mit der Class 395. Ich habe es jetzt gerade aus Versehen gestartet, weil. Ja. Weil es halt leider so ist in Trains in World 2, dass man, wenn man drauf drückt, dass man dann automatisch das Ganze startet. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder. Entweder hier auf der South Eastern Highspeed Strecke oder einer anderen Strecke hier in Train Sim World 2.